Wenn wir Musik abmischen, welchen Einfluss hat eigentlich der Raum, in dem wir uns befinden? Was unterscheidet die Top-Mixing- und Mastering-Studios der Welt von der Abhörsituation, die wir uns zu Hause erschaffen können? Hallo und herzlich willkommen, liebe Producer. Im heutigen Video schauen wir uns eine neue Möglichkeit an, um den Sound von Weltklasse-Studios in das eigene Home-Studio zu bringen. Das heutige Video wurde von Steinberg unterstützt und dadurch kann ich euch eine wundervolle neue Möglichkeit vorstellen, von der ich selber ganz doll begeistert bin, um die Abhörqualität zu Hause nochmal wesentlich zu verbessern. Bevor wir direkt damit einsteigen, werfen wir zu Beginn doch mal einen kurzen Blick darauf, was die typischen Problemfelder bei der Abhörsituation im Home-Studio so eigentlich sind. Das hier war mein Home-Studio vor ungefähr 6 Jahren. Und das hier ist das Tonstudio von Gavin Larson, in dem unzählige Film-Soundtracks gemastert wurden, die mehrere Grammys und Awards gewonnen haben. Wir sehen ein paar kleine Unterschiede, die sich eventuell klanglich bemerkbar machen. Einmal sind die Studiomonitore fürs Abhören hier eine ganz andere Preisklasse. Die liefern einen feiner aufgelösten und präziseren Sound in allen Frequenzbereichen, als das meine kleinen Studiomonitore könnten. Aber selbst wenn diese teuren Studiomonitore in meinem kleinen Raum gestanden hätten, wäre die Abhörsituation dadurch kaum besser geworden. Denn genauso wichtig wie die Studiomonitore ist der Raum. Der Raum, in dem wir abmischen, macht den Sound. Das macht einen riesigen Unterschied in der Art und Weise, wie wir die Musik wahrnehmen und was wir überhaupt hören können. Einmal kann es passieren, dass der Raum bestimmte Frequenzbereiche betont, wenn er nicht günstig geschnitten ist oder entsprechend akustisch behandelt. Dann gibt es Frequenzbereiche, die einfach massiv überbetont sind oder vom Raum geschluckt werden. Und das ist gar nicht so leicht, so ein Home-Studio akustisch sinnvoll zu behandeln. Ein paar Dinge kann man tun, die wir zum Beispiel hier in diesem Videokurs gezeigt haben. Aber an den Sound von so einem High-End-Mastering-Studio kommen wir damit trotzdem nicht ran. Zweitens gibt es dann noch die Räumlichkeit, also wie viel Reflexion von den Wänden vom Raum zurückkommt, macht, dass der Raum entweder hallig klingt oder trocken. Interessanterweise ist komplett trocken nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Die richtige Art von Räumlichkeit setzt die Musik viel besser in Szene und fühlt sich natürlicher an und dann wird es viel leichter, die richtigen Mixing-Entscheidungen zu treffen. Das Larson Studio zum Beispiel ist sehr neutral. Es ist ausbalanciert, analytisch und bringt ein sehr großes Volumen mit, also ist perfekt geeignet fürs Mastering. Ein anderes Top-Studio wäre zum Beispiel dieses hier von Alan Myerson. Das ist bekannt für viele Kinofilmmischungen, zum Beispiel Ich Unverbesserlich 2 oder The Dark Knight Rises wurde hier gemischt. Dieses Studio klingt sogar noch ein bisschen räumlicher und hat so eine cozy, gemütliche Atmosphäre. Darin ist es viel leichter, gute Mixing-Entscheidungen zu treffen, wenn der Raum das entsprechend unterstützt. Okay, wenn das also mit dem Raum so schwierig ist, warum mischen wir denn dann zu Hause nicht einfach mit Kopfhörern ab? Das ist eine sehr gute Lösung und in vielen Fällen auch einfach das Mittel der Wahl. Also mit Kopfhörern bekommen wir ein fein aufgelöstes Klangbild und es klingt meist deutlich ausbalancierter im Frequenzbereich, als wenn wir im Raum abmischen. Ich selbst mische zum Beispiel sehr gerne mit Kopfhörern ab und kenne meine Kopfhörer auch entsprechend, um damit eben gute Resultate zu erzielen. Ich habe dazu sogar auch schon Videos gemacht hier auf dem Kanal. Schwierig am Abmischen mit Kopfhörern kann allerdings sein, dass die Raumwirkung verloren geht. Wir bekommen ein sehr flaches Stereobild, wenn der linke Kanal nur im linken Ohr und der rechte Kanal nur im rechten Ohr landet. Beim Abmischen über Studiomonitore gibt es dabei den sogenannten Crosstalk, also dass wir ein bisschen was von den beiden Lautsprechern im jeweils anderen Ohr abbekommen. Und das macht es akustisch für uns leichter, die Tiefenwirkung und die Räumlichkeit der Musik wahrzunehmen, als über Kopfhörer. Beim Abmischen über Kopfhörer kann es also schnell passieren, dass wir uns mit den räumlichen Effekten verschätzen, zum Beispiel mit Hall und Delay. Oder dass wir den Mix insgesamt zu schmal oder zu breit machen, eben weil uns dieser Crosstalk fehlt und die natürliche Raumwirkung im Studio. Auch die Phase oder die Polarität lassen sich über Studiomonitore in der Regel besser einschätzen als über Kopfhörer. Und diese Probleme betreffen quasi jeden, der im eigenen Homestudio Musik abmischt. Und genau dafür gibt es inzwischen technische Lösungen, nämlich zum Beispiel in Form eines Plugins mit der Möglichkeit, den Sound von solchen Top-Studios mit Kopfhörern zu simulieren. Gerade eben hat Steinberg gemeinsam mit der Firma Embody eine Signature Edition von Immerse Virtual Studio veröffentlicht. Das ist ein Plugin, das genau die beiden Studios von Larson und von Myerson enthält und wir können damit unsere eigene Musik über Kopfhörer in diesen Studios hören. Und ich war sehr skeptisch, wie realistisch das Ganze eigentlich klingt und habe das deswegen über einen Monat lang bei mir hier im Studio getestet. Und mit dem Ergebnis, dass ich das unbedingt mit euch teilen möchte. Klar, unsere alle Ohren sind verschieden und auch jeder hat unterschiedliche Kopfhörer zu Hause. Also wie soll das funktionieren, dass ein simulierter Raum für uns alle realistisch klingt? Naja, wir leben in der Zeit der künstlichen Intelligenz und inzwischen gibt es da ein paar Möglichkeiten, die ich mir vor ein paar Jahren noch nicht mal im Ansatz hätte vorstellen können. Wenn ich dieses Plugin öffne, werde ich direkt weitergeleitet, um einen sogenannten HRTF-Scan zu machen. Dafür kann ich mit meinem Smartphone 30 Sekunden lang meine Kopfform und meine Ohren abscannen lassen. Dabei analysiert eine KI tausende Punkte meiner Kopfform und ergonomische Besonderheiten meiner Ohren und legt daraus eine sogenannte Head-Related Transfer Function an, also eine persönliche, kopfbezogene Übertragungsfunktion, die eben enthält, wie ich persönlich höre. Und diese HRTF ist für jeden Menschen unterschiedlich.
Ja, nachdem ich das dann eingescannt habe, kann ich danach im Plugin meine Kopfhörer auswählen. Hier kommt also eine Reihe von Kopfhörern von verschiedenen Herstellern mit. Und jeder Kopfhörer hat auch nochmal seine Eigenheiten und betont verschiedene Frequenzbereiche. Und all das wird bei dieser Simulation im Plugin mit einbezogen. Und wir bekommen also ein Hörerlebnis, das sowohl für unsere Ohren und unsere Kopfform als auch speziell für die Kopfhörer, die wir verwenden, angepasst ist. Ja, hier gibt es eine schöne Auswahl mit Kopfhörern von vielen verschiedenen Herstellern. Und ich habe hier zum Beispiel bei mir die Beyerdynamics 1990 Pro und die finde ich hier auch, die kann ich also direkt verknüpfen. Wenn ich euch das jetzt über YouTube zeige, dann ist das natürlich der Sound, der speziell für meine Kopfhörer und für meine Ohren angepasst ist. Und das klingt deshalb für euch vielleicht ein bisschen unnatürlich, aber vielleicht gibt euch das trotzdem ein Gefühl davon, wie viel im Sound durch das Plugin verändert wird. Okay, hören wir mal in Pia Hamburgers neuen Song Rhythm of the Rain rein. Den haben wir hier im Studio produziert, gemischt und gemastert. I just hope that you know that I'm still figuring out how to use my goodbyes without letting you down. And you know that my heart won't stay in places for long. Ja, das ist also mit genau den Settings für meine Ohren und für meine Kopfhörer hier drin. Und direkt im Vergleich dazu das Alan Meyerson Studio. Klingt so. I just hope that you know that I'm still figuring out how to use my goodbyes without letting you down. And you know that my heart won't stay in places for long. Ja, ich finde, man hört deutlich, dass es direkt räumlicher wird und ich habe das Gefühl, nicht zwischen der Musik zu sitzen, sondern wirklich davor. So dass es insgesamt ein Stückchen schmaler klingt, aber ich die Musik wirklich vor mir orten kann. Und im Plugin haben wir die Möglichkeit, den Einfluss von verschiedenen Komponenten hierbei einzustellen. Also zum Beispiel, wie stark die Räumlichkeit im Einfluss sein soll, wie stark die Kopfhörer im Einfluss sein sollen und wie stark die HRTF hierbei angewendet wird. Hier unten im Plugin habe ich die Möglichkeit, unter Main die Räumlichkeit zu dosieren und unter Headphones den Einfluss der Korrektur für die Kopfhörer und hier unter den Einstellungen die HRTF Intensity. Ich habe die Headphones und die HRTF mal weit reduziert, sodass wir mehr von der Räumlichkeit hören, wenn wir das Ganze im Vergleich betrachten wollen. Und wir hören uns dafür mal Tina Auras Song Auf vier Reifen an. Wir starten mal ohne Immerse Virtual Studio und ich schalte es zwischendrin mal an. Nur wir zwei, zwei auf vier Reifen. Städte sind draußen vorbei, zwei, wir zwei. Ich finde, dieser Raum klingt wunderschön warm nach Kinoatmosphäre. Gerade die tiefen Mitten kommen hier sehr, sehr schön zur Geltung. Bei der 100% Einstellung wäre schön zu hören, dass die tiefen Mitten auch vom Raum viel zurückgegeben werden von den Seiten. Und das wäre eine Einstellung, die ich jetzt beim Abmischen nicht wählen würde. Ich habe meistens irgendwas zwischen 40 und 50% gewählt und das hat mir vollkommen genügt hier beim Abmischen. Hören wir uns die gleiche Stelle mal im Larson Mastering Studio an, um ein Gefühl für die Räumlichkeit hierbei zu bekommen. Nur wir zwei. Zwei, zwei auf vier Reifen. Städte sind draußen vorbei. Zwei, wir zwei. Und nichts kann uns halten. Im Rückspiegel wird alles klein. So klein, so klein. Und wir lassen los. Alles zieht vorbei. Lasst uns nie mehr warten. Denn das hier ist frei. Das Larson Studio klingt viel trockener für mich, man hört viel weniger vom Raum, die Nachhallzeit ist deutlich kürzer hier drin und der Großteil der Veränderung passiert aus meiner Sicht in den hohen Frequenzbereichen. Dieser Raum hier ist aus meiner Sicht beim Mastering eine super Referenz, um das Ganze nochmal in einer ganz anderen Abhöratmosphäre zu hören. Gerade beim Thema Phasing habe ich das Gefühl, dass es viel leichter ist, mit dieser Räumlichkeit Phasenprobleme zu entdecken, weil einfach der Raum selbst sowas betont und ganz deutlich hervorhebt. Ich selber nutze Immerse Virtual Studio nicht die ganze Zeit beim Mischen oder Mastern, sondern zwischendrin als Referenz. Es ist super einfach, dieses Plugin einfach auf den Masterbus zu legen und eben zu bypassen oder wieder anzuschalten, wenn wir das Ganze in dieser Räumlichkeit hören wollen. Und ich bin bei mehreren Projekten schon über Stellen gestolpert, wo ich das Phasing gar nicht so gut wahrgenommen habe, wie eben durch dieses Larson Studio hier. Ich reduziere die Räumlichkeit mal wieder auf meine 40-50% und wir schauen uns mal an, welchen Einfluss die Headphone-Korrektur hier hat. Wir halten im Grün, laufen barfuß durch den Klee, in der einen Hand die Deine, in der anderen Kaffee. Jeder Tag ein Abenteuer.
wunderschön zu hören, was diese Korrektur hier macht. Gerade diese Kopfhörer, die DT1990 Pro, haben leicht überbetonte Höhen. Es wirkt also alles ein bisschen zu hell und zu brillant. Und sobald ich hier den EQ-Amount ein bisschen höher stelle, hören wir, dass die Höhen ganz sanft zurückgehen und sich das Ganze deutlich ausbalancierter anhört. Also ich höre das gerade. Für euch dürften tatsächlich zu wenig Höhen vorhanden sein in dem Mix. Standardmäßig steht diese Headphone-Korrektur auf 60% und das ist aus meiner Sicht auch ein guter Wert hierfür. Und wir wechseln nochmal in das Meyerson-Studio und zu Pias Rhythm of the Rain, um uns zu guter Letzt mal die HRTF anzuhören in ihrem Einfluss. I know, I know, I know you can't relate. Making it so much harder for me to stay. I just hope that you know that I'm still figuring out how to use my goodbyes without letting you down. Der Einfluss dieser HRTF ist ein Riesenunterschied. Also das Klangbild verändert sich komplett, wenn ich das auf 8 stelle und hier das Plugin aus- und anschalte. Für mich persönlich fühlt sich natürlich an, das Ganze auf 5 zu stellen. Mit der Einstellung habe ich das Gefühl, dass ich in beiden Studios wirklich in den Räumen sitze und sich alles natürlich anfühlt. Wenn ich die Augen schließe, ich könnte da mittendrin sitzen. Ja, aus meiner Sicht ist ganz wichtig, diese 3 Werte richtig einzustellen, also die Ambience, die Headphones und die HRTF Intensity, damit hier ein natürliches und stimmiges Klangbild entsteht und es sich wirklich realistisch anfühlt in den Studios. Und ich finde das Plugin insgesamt erstaunlich einfach aufgebaut und es ist jetzt nicht zu kompliziert, hier die richtigen Stellen zu finden. Ein kleiner Limiter ist hier noch mit dran, damit auch nichts von den Korrekturen am Ende im Pegel über die 0 dB schießt oder verzerrt. Das ist eine ganz sinnvolle Funktion, die habe ich auch angeschaltet gelassen bei mir. Für meine Anwendungen beim Abmischen von Musik arbeite ich meistens in Stereo. Ja, 99% meiner Projekte sind Stereo-Projekte. Und das Plugin funktioniert wunderbar in Stereo, kann aber deutlich mehr. Hier auf der linken Seite können wir die Konfiguration von Immerse Virtual Studio auf viele verschiedene Surround-Settings anpassen, bis zu 7.1.6. Das ist also erstklassig geeignet auch für Profi-Anwendungen in der Filmproduktion, zum Beispiel beim Abmischen von Atmos oder in der Pre-Produktion. Und gerade in Cubase oder Nuendo, aber auch jeder anderen DAW, lassen sich dann zusätzliche Kanäle anlegen und wir können sogar in diesem Surround View sehen, an welcher Stelle im Raum die verschiedenen Schallquellen hier positioniert sind und können das Ganze hier über Routing und über die Ambience auch wunderbar balancen zueinander. Und ich finde das unfassbar faszinierend, dass wir damit über Kopfhörer simulieren können, in einem Raum zu sitzen, in dem Schallquellen aus so vielen verschiedenen Positionen kommen. Wahnsinn. Alan Meyerson hat zu Immerse Virtual Studio gesagt, dass er seinen eigenen Raum noch nie so klar gehört hat wie in diesem Plugin. Und das will schon was heißen. Ich nutze das Ganze jetzt seit einem Monat und finde es tatsächlich eine sinnvolle und innovative Lösung, gerade um im Homestudio oder sogar mobil das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Die Räumlichkeit im Studio-Sound aber gleichzeitig so ausbalanciert und detailgetreu über Kopfhörer. Also, wenn es euch näher interessiert, schaut gerne mal vorbei. Der Link zur Signature Edition von Immerse Virtual Studio steht unter dem Video in der Beschreibung. Und die beiden Studios zusammen in diese Signature Edition kosten ungefähr 170 Euro. Aktuell gibt es bei Steinberg ein Einführungsangebot für ca. 130. Und wenn dich das Abmischen generell als Thema interessiert, hier gibt es ein schönes Video zum Workflow beim Abmischen in Cubase. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Eine kreative Zeit, macht's gut!